Nadja, was machst du? In 2 Minuten geht die Sendung los. Wir müssen auf die Bühne. Komm! Ist mir scheißegal. Ich brauche zuerst das Autogramm von Peach. Peach! Peach! Nadja. Irgendwann muss doch der rauskommen für aufs WC oder Nadja, so. Peach! Jetzt, komm. Irgendwann Nadja, muss weg. Doch der Führer kommen. Wir sind weg. Ich sollte noch mehr aufs WC. Nadja, es ist super cool, dass du Fan bist von unseren Gästen, aber wir sollten schon so. Wir sollten schon ein bisschen professionell bleiben. Grüße! Hey, hier ist das ganze Merchandising. Du hast gefragt danach? Das mit dem Whirlpool klappt nicht. Also, ich habe keine Zeit. Ich kann nur jemandem eine Freude machen. Wem? Mir? Schau da, hey, super geiles Buffet. He? Aber ist leider langsam leer gefressen. Von den Groupies, von Emil. Wer ist das? Ich bin Benny Dunher noch ein Gefallen schuldig und jetzt muss ich bis zum Benissimo Comeback auf seine Friends aufpassen. Da wäre jetzt noch der Preis. Was Preis wäre? Wir tun jetzt hier nicht schnupfen. Wir bringen die abwärts. Abwärts? Awards, das heisst Awards. Heißt wahrscheinlich auch Englisch. Sag ja wenig, Awards. Ja, aber nicht als Buffet zur Bühne. Helga? Herr Büsser, ich verstehe schon, dass der Schweizer Fernseher sparen muss und dass Künstler sich mit der Garderobe teilen. Aber ich und die Internetbuben geht nicht. Sorry, Büssi, wir haben nicht einmal Einzelgarderobe. Du hast Tränen, Mann. Ja, jetzt nehmt euch nicht so wichtig. Madonna Santa, warten wir. Hey, stopp, bitte, ich will duschen. Kann ich nicht zum Beachweber in die Garderobe? Vergiss es, der lässt nicht mal mich rein. Nadja, Büssi, ihr müsst jetzt wirklich auf die Bühne. Brüssi. Wo sind jetzt die Preise? Was liegt heute in der Luft? Ein Prise Glamour. Glamour. Glamour heisst. Er heisst Glamour. Glamour. Das ist auch Englisch. Glamour, sag ich auch wenig. Glamour. Ja, aber Prise ist nicht angeschrieben. Sie ist gratis. Die haben wir verschenkt. Noch 10. Ihr holt jetzt sofort die Prise oder für euch Spar für heute geschlossen. Willkommen zu den Swiss Comedy Awards 2022. Entschuldigung, da hätte ich müssen. Ja, viele von Ihnen denken jetzt wahrscheinlich, aha, ein neues Gesicht. Aber die Erklärung ist ganz einfach. Der Büssi ist geschminkt und sieht ausnahmsweise mal gut aus. Also ja, besser. Meine charmante Moderationskollegin Nadja Kuthard. Oder wie das Publikum die heisst, sagt, wer? Da müsst ihr euch nicht lachen. Der Stefan Büsser, der behauptet ja von sich selber, er ist ein Comedy-Mann. Ich finde, das ist in einem Wort gerade zweimal gelogen. Aber, also, das musst du auch zuerst mal schaffen. Ja, für Sie, die haben es nicht wissen, Nadja ist Moderatorin bei Energy und da hat sich natürlich die Geschäftsleitung von SRF gefragt, so, Energy-Moderatorin am Samstagabend auf SRF 1, geht das oder ist das schon kulturelle Aneignung? Fühlt sich irgendjemand unwohl? Müssen wir an dieser Stelle abbrechen oder geht es noch? Gut, ja, okay. Ist schon sehr recht, weil wir haben doch einiges vor. Ja. Wir vergeben 6 Preise heute Abend. Wir haben internationale Show-Acts und das ist wirklich einmalig beim Swiss Comedy Award. In diesem Saal ist heute Victor Giacobbo für einmal nicht der Älteste. Ja, das stimmt. Ja, da sehen wir den Emil Steinberger.
da sieht immer noch gut aus. Die grosse Legende. Ja, der hat noch die grossen Samstagkisten erlebt. Bisschen, das ist so. Ich glaube, wo sie das letzte Mal auf SRF 1 am Samstagabend Comedy gehört, das war noch zu Zeiten von «Verstehen Sie Spass», gell Paola? Nadja. Ja, wenn du deine Haare ein bisschen wachsen lässt, ich glaube, wir könnten nur als Thomas Gottschalk und Michel Hunziker durchgehen. Ja, das ist jetzt ein bisschen eingebildet. Nur wenn du einmal am Samstagabend moderierst, bist du noch nicht der Thomas Gottschalk. Aber hey, okay. Komm, wir starten in die Show. Ja. Jawohl, sehr gern. Und zwar macht der Start Queen of Comedy von der Schweiz, Helga Schneider. Jawohl. Ja. Und sie ist sogar als Frau noch mehr Mann als du, Büssi. Was lachst du dumm? Stimmt. Ja, das war ausnahmsweise kein Witz. Sie macht eine Hommage als hiesige Comedy-Schaffen. Sie hat sich eigentlich so ein bisschen durchs Comedy-Schaffen durchgeschafft und eine Künstlerinnen, Programmpunkte und der ein oder andere Insider in die Nummer gesteckt. Grossen Applaus für Helga Schneider. Das nenne ich mal der Gipfel der Freude. Wow, schau mal, die Sekte wird immer grösser. Bis letztes Jahr noch im Scheurigute Bernhard-Theater, heute das erste Mal im Kongress aus Zürich live im Fernsehen. Das macht mich so faking happy. Woo! Wenn das so weitergeht, sehen wir uns in 10 Jahren im Hallenstadion. Okay, wenn der Beachweber nicht schon alles reserviert hat. Nein, wenn ich ins Publikum schaue, du, wow, alle sind sie da. Der ganze Swiss Comedy Club, du Chapiteau, alle Extrawürste, Johnny und der Depp. Schau mal, Zwilling und andere Naturkatastrophen. Der ganze Fluch von der Family Swiss Edition. Woo! Nein, wenn ich da runter schaue, so direkt ins Gesicht, da bleibt mir gerade der Mund vor. Woo! Aber alle haben sich rausgeputzt. Schau mal, wow, alles ist vertreten, vom Zebralik-Look bis zu den yes, Leoparden-Leggings, die ganze Tierwelt ist vertreten. Ich muss sagen, ich stehe mehr auf Reptil, aber okay, egal ob falsche Schlangen oder Tiger Samantha, wie heisst das so schön, ein Tigerfell macht aus einer Kuh noch lange keine Raubkatze. Nein, schau mal, all Comedy-Männer, Chatfrauen, jede und jede ein Hecht im Karpiteich, alle Borne to be win. Woo! Ich habe so eine Schießfreude. Nein, schau mal. Ich sehe es. Nein, so schön. Woo! Okay. Die Nominierten, die hier unten sitzen, hoffen natürlich, sie feiern heute noch ihre grosse Victory. Heute werden Preise verliehen. Alle sind auf Nadeln. Natürlich nicht abhängig, außer Rebecca Lindauer. Sie schwebt auf Heroin. Okay. Nein. Es ist ja schön und gut, nominiert zu sein, aber gewinnen ist eben noch besser. Und ich bin so gespannt, wer rund denn heute ab den heiß begehrten Publikumspreis. Nein, sorry, ich hätte ja nicht wollen in dieser Jury sein. Sorry. Stell dir mal vor, Helga Schneider in der Jury. Ja, nein, ich bin ja kein Narr. In dieser Jury kannst du gar nichts anderes machen als ein Lapsus. Wie man da mitmachen kann, das ist mir schleierhaft. Echt. Nein, schau mal, findest du Laras toll, die Gorti Annette, dann sind gerade alle anderen Komikerinnen deine Ex-Freundinnen, oder? Oder machst du einen Hype um ein paar Genossen und findest Chaplin super sedi, dann findet das all gerade so jenseitig, oder? Nein, oder findest du, ist jetzt für dich der Freddy nicht das grösste Schenk, macht sich der Eklin aus dem Schild. Egal, für wen du stimmst. Nein, egal, es wittert gerade alle Gabriel-Vetterli-Wirtschaft. Weißt du, was ich meine, oder? Ja, sind wir doch ehrlich. Nein, Hilfe, die ganze Jury ist eins Blabla-Land. Ich wette, die diskutieren heute Nacht noch bis um 2 Uhr am Morgen. Muss schauen, nach der Show in der Betriebskantine gibt es für den einen oder den anderen noch einen Bentritt in den Arsch oder ein Kiko ins Gesicht. Und dann ist die Stimmung ganz im Keller. Ja, dann sind wir ehrlich. Es sind alle kritisch untereinander, oder? Ja, jede ist ein bisschen gegen jede, aber es wollen ja gleich alle miteinander.
Und hey, ganz ehrlich, auch ich würde am liebsten mit der Lisa in Christen oder mit der Hazel und der Brugger. Aber ich finde auch Chrissy so cool. Sorry. Ja, aber es wird diskutiert. Und dann immer, ah, oh, das ist zu politisch. Nein, das ist mir zu wenig intellektuell. Oder es ist mega lustig, aber das Niveau unter Egger jeder Sau. Wow. Ja, sind wir ehrlich, es gibt Beiträge, die sind primitivo. Andere nennen ihre Show primitivo. Und ich saufe am liebsten. Ja, ja. Der Benz Friedli so schön, es ist kompliziert. Mit all diesen Kategorien. Seit neuestem haben wir ja auch noch Skeptiker. Ja, was machen wir jetzt das Jahr mit diesen Skeptikern, was? Ich weiss es nicht. Ja, meine, der Gabi geht schon lange nicht mehr ran, aber der Marco reißt sich am Riemen. Und der Till Schweiger? Der Till Schweiger? Nein, sorry. Ja, der Till schweigt. Ja. Oh, dann haben wir noch Generationenprobleme, sind wir ehrlich. Die Jungen gehen bei den alten Perücken, die alten checken die Online nicht mehr, ausser der Victor Giacobo. Er findet Twitter, Facebook und Instagram immer noch voll easy. Das findet der Kali fantastisch. Das Einzige, was ich konsumiere, ist TikTok. Kleinhandlich und sorry, ist best gegen Mundgeruch. Ja. Und dann haben wir noch die ganzen Diskussionen. Haben wir jetzt wirklich zu wenig gute Frauen im Land? Ja, haben wir. Wir haben gute Frauen. Und sind wir ehrlich, Frauen müssen auch doppelt so viel. Und dann haben wir noch Frauen mit einer Doppelbelastung. Ja, ich meine, die einen haben gerade ihre Lockdown-Babys bekommen und bewältigen ihre Mama Love Blues live on stage mit voller Einsicht. Ihre Küche, da ist der Blick in den Kühlschrank mit der Patricia Boser und recht dagegen. Aber apropos Lifestyle, ja, die einen machen Karriere, sind aufgestiegen, andere abgestiegen, die sind aufgedunsen, die sind am Schwimmen, halten sich noch knapp über Wasser oder sind gestrandet in Bali wieder. Lorenz Kaiser, ja, meine, was? Sorry, was wäre, wenn die ganze Jury gesagt hätte, scheiß die Wamm an? Für das habe ich keine Energy, für das bin ich nicht sparato, ich pfifferli auf die Preisverleihung, oder? Ja, aber sorry. Was wäre Swiss Comedy ohne ein paar Awards? Es wäre wie Stefanie Berger ohne Blick. Es wäre wie ein weißes Blatt Papier ohne Rolf. Es wäre wie Nadesch ohne Knie, wie Basler ohne sauren Stein. Nein, ohne ein paar Awards ging der ganze Zirkus Helvetikus der Rindlisbach ab. Darum sage ich an dieser Stelle allen Jurymitgliedern Respekt. Ja, ich könnte das nicht. Nein, da müsst ihr dann sagen, «Excuse, ich bin schon ein Taffi, aber holt Platz jemand anders in die Jury rein. Holt jemand Alter, ich bin doch kein Richter. Ständig die Diskussionen, ist das jetzt online oder ist das inline oder skateline? Ist das jetzt, weiss ich was, first class oder second hand? Nein, komm, ich wäre schon dabei, aber dann lieber in 20, 30 Jahren. Ja, in 20, 30 Jahren wäre ich dabei. Weil ich hoffe, dann gibt es den ganzen Schubladisierungszoff nicht mehr. Schaut, LGBTQ-Bewegung macht es uns vor, oder? In 20 Jahren wird alles normal sein. Normal heisst ohne Geschlechtsidentität und ohne Spartenidentität. Egal welches Gender, egal welches Gender. Es zählt nicht mehr das Geschlecht, sondern nur noch gut und schlecht. Egal ob Mann oder Frau, egal ob Komödie oder Komiker, ob Kleinkunstsatiren oder grosskotzige Feiern, egal ob Sketch oder Stage, ob Wow oder Sau, ob Glam oder Slam, ob Kaya oder Raya, ob Bi oder Saints, ob E oder U, zählt nur noch L wie lustig! Aber für ein paar da innen kommt das vielleicht dann zu spät. Vielleicht putzt es der eine oder der andere und wir schieben dann unseren Ego-Blues im Grab. Und das Einzige, was noch an uns erinnert, sind die Sprüche auf unseren Grabstein. Charles Nguela, hier könnte Ihre Werbung stehen. Moment. Stefan Büsser, vergesst nicht, Foxy zu füttern.
Hansaraya, nun wurde ja auch mal Dreck auf mich geworfen. Victor Jacobo, ich bin immer noch unter euch. Ja. Zeki, see you im Darknet und Helga Schneider hat die Gruppe verlassen. Dank vielmal und Deutsch, Deutsch, Deutsch. Was für eine Frau! So, wir machen gerade weiter. Wir kommen jetzt zu der Kategorie Ensemble. Und damit kommen wir zu einer Person, die leider nur ein Laudator ist und nicht nominiert will. Ihm hätte ich jetzt wirklich unhure gern meine Stimme abgegeben. Die wäre auf jeden Fall besser als seine eigene. Aber er hat nicht nur eine nervige Stimme. Nein, er hat auch eine nervige Frisur. Grossen Applaus für den Dominik Deville! Danke, Stefan Bisser. Merci. Das ist jetzt also richtig Fernsehen da. Das ist. Geil. Ich kann Fragen SRF, aber das können wir noch nachher regeln. Was für eine Bühne! Es ist natürlich toll, wenn wir auf so einer Bühne oben stehen. Alle die, die so einen Preis jetzt gewinnen, in meinem Fall Ensemble, freue ich mich sehr. Ich kann mich auch noch sehr gut an mein letztes Mal erinnern, wo ich einen Comedy-Wettbewerb gewonnen habe. Ich war 11. Das ist also noch gar nicht so lange her. Im Klassenlager Ebersäcken. Habe ich eine mega gute, also das war wirklich mein Ding, ich konnte eine mega gute Donald Duck Stimmimitation machen. Der Preis war aber nicht so ein schöner Steinpokal, sondern so ein Klettverschlussbord zum Umhängen von der Raiffeisenbank. Wenn ich mich noch erinnere, in den 80er Jahren, das waren nicht die Loser, die so eins hatten. Das ist, von dem her hat das nie mehr gemacht, die Donald Duck Imitation. Und ich habe eigentlich auch wirklich die Comedy-Veranstaltungen, also die Preisverleihungen, obwohl ich vielfach noch nicht, habe ich die gemieden eigentlich. Und heute bin ich aber gekommen, weil ich finde das ganz toll, dass es in diesen Zeiten wirklich Leute gibt, die so auf Comedy setzen, die vom Bernhard-Theater in der riesen Saal, wenn man das sieht im Fernsehen, einen riesen Saal, wo so Mut haben und das wagen. Und deswegen nochmal ganz einen großen Applaus bitte hier Hauskrieg, die das wirklich hier gemacht haben. Bin ich mit dem mutig? Trotzdem, obwohl ich mich freue, dass der Preis vergeben hat, heute Nacht sehr schlecht geschlafen. Ich habe ein bisschen Angst gehabt. Ich habe schon gedacht, ist das wirklich gescheit, dass wir uns alle jetzt in diesen Zeiten hier alle miteinander in diesem Saal treffen? Also nicht wegen Corona, ich habe es jetzt erst gerade gehabt, vor ein paar Tagen. Und nein, weil es sitzt ja jetzt, die ganze Comedy-Szene sitzt ja da. Also all die Leute, die sich über die letzten Monate sich über alles und alle lustig gemacht haben. Hm? Über Querdenker, über die Monarchisten, ja? Stadt Olten, ja. Und das wäre jetzt eigentlich der Zeitpunkt, wenn ich jemand von diesen Leuten wäre, der jetzt so belacht worden ist in den letzten Monaten, jetzt hier eine Bombe zu zünden. Ich meine, hey, zwei Stunden ist der 11. September. Das wäre schon eigentlich. Es liegt auf der Hand. Es liegt auf der Hand. Was wird übrig bleiben von der Comedy-Szene Schweiz? Da, eine angesenkte Perücke von der Helga Schneider. Nein, wuff, wuff. Ah, nein, ist der Foxy. Hm. Da, ein künstliches Kniegelenk von Victor. Ja. Ja, und deswegen finde ich das sehr gewagt, dass wir hier nicht zusammenkommen. Aber was eigentlich noch der viel schlimmere Albtraum wäre, jetzt startet draussen eine Apokalypse. Und wir sind hier jahrzehntelang eingesperrt. Wir alle zusammen, stellt euch das vor. Und jeder dürfte mal auf die Bühne und hätte unlimited time. Hier. Das sind mega viele TikToker, stellt euch das vor. 3 Milliarden 15 Sekunden Clips, hier live auf der Bühne aber. Und wir müssten dabei sein. Gut, immerhin. Ja, immerhin. Dank dem Pete Schweber müssten wir nicht Hunger leiden.
Der hat ein paar Jahre rennen für uns alle, würde ich sagen. Und dann, wenn wir dann aber alle wirklich total genug hätten von dem auf dieser Bühne, ja, was da alles angeboten wird, von all diesen Comedians, die da sind, von diesen Künstlern, Künstlerinnen, die würden uns die nächsten Jahrzehnte ihre Darbietungen machen, dann kommt meine grosse Stunde. Dann kommt ich auf die Bühne, ans Mikrofon und mache das, was ich am besten kann. Vier Nominierte für den Swiss Comedy Awards in der Kategorie Ensemble sind Du machst mich an, es ist mir total egal, ob du schon geheiratet bist. Ich will dich auf dem Küchentisch wegen deinem Kiss. Sie schreibt der Chef im Büro Sägen ab und geng ren auf den Sack. Sie hat nicht mal Zeit zum Essen und auch die Arbeit sägen krack. Sie würde lieber auf Italien sünneln am Strand. In der Hand ein kühles Bier und die Füße im warmen Sand. Das ist der erste Preis, den ich heute Abend hier verleihen darf. Ich weiß nicht, ob man das weiss. Fun Fact ist ja ein original Nierenstein von Mike Müller. Ja. Danke an dieser Stelle, Mike. Merci vielmals für die Spende. So, Ensemble 2022. ist. Second Hand Orchestra! Merci vielmals. Wir haben eine scheiß Freude. Es ist eine mega grosse Ehre für uns, dass wir so etwas entgegennehmen für das Projekt, das wir zusammen gemacht haben. Weil es ist auch in schwierigen Zeiten entstanden. Und umso mehr möchte ich mich bedanken bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, dass sie gekommen sind. An die ganzen Konzerte. Und wir sind mega happy, dass es kein Klettverschluss-Portemonnaie ist, sondern ein schicker Stein. Und das sage ich auch im Namen von Adrian Stern, der jetzt heute hier leider fehlt. Wir sind sonst noch einer mehr. Ja, das ist der Moment zum Danken sagen an unserem grossen Team. Es wäre nicht möglich, nur das vierte, das fünfte auf der Bühne. Ganz wichtig sind bei uns Gökse André Ghetto für den Sound, der Krigo Blum Licht, Julia Morf, die Videodesign macht, Katrin Baumberger, wo Styling Police macht, Michel Gammenthaler, der Zauberregie gemacht hat und ganz wichtige Co-Produktion hat gemacht. Theater am Hechtplatz Zürich, danke vielmals. Ja.
Und wenn ihr möchtet sehen, was wir auf der Bühne machen, wir sind im Dezember und Januar nochmal unterwegs. Wir freuen uns, wenn ihr zu uns ins Theater kommt. Und es freut sich all diejenigen, die auf der Bühne, hinter der Bühne, für die Bühne arbeiten, wenn ihr Sachen schaut. Es gibt so viel Inspirierendes und Spannendes zu sehen. Also geht ins Theater. Und ich bin auch die Stimme. Ich habe die dürfen erleben, wie sie auf der Bühne sind. Und jetzt alle daheim. Ich gehe fast auf die Knie. Geht in Theater. Reiset euch vom Fernsehen los. Hey, das Theater, das ist dreidimensional. Da sind wirklich Leute auf der Bühne und man kann zusammen lachen. Also versprecht mir, geht in Theater und habt Spass. Gratulation aus erster Hand. Und jetzt gehen wir weiter. Wir kommen zu einem Gewinner vom SRF 3 Comedy Best Talent. Und zwar aus dem Jahr 2020. Also ein Newcomer. Das wäre ja eigentlich so ein bisschen deine Abteilung, Nadja, oder? Wieso meinst du? Ja, du bist ja offensichtlich heute Abend auch so ein bisschen Newcomer hier, oder? Wow, das geht so. Ja, also, du hast jetzt auch noch nie vor so vielen Leuten moderiert, oder? Eigentlich schon. Ja, also vor wie vielen Leuten? 40? Ja. 1000? Was? Und meine GR letztes Jahr, 3. September. Stade de Suisse. Okay. Was hast denn du gemacht am 3. September letztes Jahr, Büssi? Ich hatte auch einen Auftritt gehabt. Ah ja? Mhm. Wo denn? Im Loyen. In Meilen. Hure geil. Ja. Wie viele Leute? Auch 40. 1000. Wir müssen jetzt weitermachen. Jetzt kommt der ehemalige Gewinner vom SRF 3 Best Talent Comedy Award. Preisgekrönt ist er also schon. Jetzt kriegt er auch noch das Publikum, das er verdient. Großen Applaus für den Matteo Gudenrath. Yo, Zürich, was läuft? God damn! Okay. Hey. Du kommst von Altstädt, Alter. Ich bin der Einzige, der glaubt, da mit dem Anzug falsch verstanden hat. Ich dachte, ich habe mich rausgeputzt. Das ist schief gelaufen. Ja, ich bin extra heute noch hochschneiden, aber der Coiffeur hat auch mit dem Scheitel ein bisschen zu ernst genommen. Das ist ein bisschen zu... Ich nenne den Look Fuckboy Hitlerjugend. Das ist... Ja, sie haben schlimme Sachen gemacht, sie haben gute Frisuren gehabt. Kann man nicht sagen, kann man nicht sagen. Es ist... ein paar Geschichtsbücher aufgemacht. Hey, es ist schön, Comedy dürfen machen. Das ist nicht mein einziger Beruf. Ich arbeite in einer Kita. Ja, hey, nein, da wissen Sie, der Arbeitsmarkt für Bildung und Betreuung pfeift aus dem letzten Loch, wenn Sie mich nehmen. Das ist... Wenn ich bei einer Kita auftauche und Sie finden, ja, das ist das Richtige für Dreijährige. Bitte kommen Sie, das ist... Aber ich liebe den Job. Ich liebe den Job, weil, egal wie abgefuckt ich dort auftauche, ich bin immer noch massiv überqualifiziert. Ja? Es ist die Wahrheit, ich könnte auftauchen mit dem schlimmsten Kater von meinem Leben, auf einem Auge bluten, ich könnte Grippe haben, ich zerstöre jeden Fünfjährigen im Memory, okay? Ich mache sie alle kaputt, es ist gar kein Problem. Wir haben doch nur zwei Bälle, da ist ein Schmetterling, da ist ein Schmetterling. Kannst du das so schnell vergessen? Bist du dumm? Was ist los? Du bist fünf, andere Kinder haben eine dritte Säule in deinem Alter, okay? Ich bin ehrlich mit den Kindern, ich lasse Kinder nie gewinnen, in keinem Spiel, nie. Nie! Ping-Pong! Roger Federer! Serena Williams! Es steht 45'000 zu 0. Okay, hör auf Hühle, du kleine Verzogene. Hör auf Hühle. Es ist wahr. Jetzt mal alle Spaß beiseite. Ich finde, Kinder sollten früh genug lernen, dass ihre Träume nicht in Erfüllung werden. Es ist wahr, meine Chefin sagt den Kindern immer, ihr könnt nicht alles werden, was ihr wollt. Ihr könnt nicht alles werden, was ihr wollt. Kennt ihr die Leute, die so in der Pädagogik arbeiten, das Lehrpersonal? Ihr könnt nicht alles werden. Ich denke so, du bist nicht geworden, was du willst.
Ist das dein Traum gewesen? Ja, da ein kleiner Niklas Wachsmalstift aus der Nase ziehen? Nein, ist es nicht. Oder Chantal? Nein, ist es nicht. Wir können nicht alles werden, was er will. Und ich dann aber ich so, nein, können wir nicht. Ich habe ein kleines Mädchen, ihr Traum ist Rennfahrerin zu werden, ja, Formel 1. Finde ich einen super Traum, aber sie hat ein Augenpflaster. Sie fährt auf heulen, wenn ich zu laut bin. Ich mir denke, da brauchst du ein bisschen mehr Nerven dafür, Rebecca, okay? Du kannst nicht mit 300 km/h und Kurve fahren. Es ist zu laut, es ist zu laut. Hey, ich meine... Manchmal muss man seinen Traum anpassen. Okay, ich habe mir gesagt, Leute, Rennfahren vielleicht nicht, aber vielleicht bei der Kilby mit dem Autoscooter, den Leuten zeigen, wo der Chip reingeht. Das. Ihr denkt sich, sagst du, und kriege ich Geld für das. Okay, es ist okay, sie ist heute nicht da. Es gibt vieles, was ich nicht verstand, auch bei den Kindern. Es gibt ganz viel, was keinen Sinn macht für mich. Ich bin hier angelaufen, okay? Und auf dem Weg hierher bin ich an einer grossen Glasfront vorbeigelaufen, wo sie so Kleber von Vögeln draufgeklebt haben. Kennen Sie die Kleber, dass da keine Vögel reinfliegen? Ich verstand das nicht. Wenn du nicht willst, dass ein Vogel nicht mehr anfliegt, warum zeigst du ihm so viel mehr Vögel? Warum? Die Kleber funktionieren nur für sehr introvertierte Vögel, oder? Das sind Kleber für Vögel, die 2 Jahre Therapie gebraucht haben, um das Nest zu verlassen. Ja, das sind... Stell dir mal vor, was das mit dir macht. Stell dir mal den Mindfuck vor, wenn du ein Vogel bist und in das Ding reinfliegst. Du bist nie mehr der gleiche Vogel. Vor allem, wenn du ein Vogel mit Sozialphobie bist, ja, wenn du so, du bist 2 Jahre, fliegst und dann vorbei und denkst so, Alter, ich mach immer so, die sind einfach dort und können einfach, wie machen die das, Alter, ich muss, was sind die auf dem nächsten Level, was genau, haben die sich impfen oder ich weiß es nicht. Stell dir mal vor, und du fliegst jeden Tag, 2 Jahre lang fliegst du an einem scheiß Ding vorbei und denkst so, eines Tages gehe ich da an und du gehst in Therapie und du gehst ins Fitnessstudio und du liest Bücher und die Therapeutin sagt dir, ja, gehen Sie doch Hallo sagen, was ist das Schlimmste, was könnte passieren? Das sagen Therapeutinnen immer. Was ist das Schlimmste, was könnte passieren? Keine Ahnung, Suizid, du dumme Gant, was ist genau? Wenn eure Therapeutin das sagt, will sie euch loswerden, okay? Ich rede aus Erfahrung. Und dann kommt der Tag, wo du dich dazu entscheidest, heute ist der Tag, heute sage ich dir einen geilen Flodivögel Hallo. Und du fliegst da und denkst, oh mein Gott, hallo, ich habe mich so gefreut auf euch. Ich kann es kaum erwarten. Bang! 2 Tage später bist du bei einer Therapeutin mit einer Halskrause. Du bist komplett am Arsch, okay? Du sitzt da. Die Welt ist eine Simulation! Es gibt überall unsichtbare Wand. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Tauben so durch sind? Wegen diesen Kleber! Jedes Mal, wenn ich eine Taube sehe am Bahnhof, ist sie so. Ich bin mir sicher gewesen, das ist ein Vogel und keine Wand. Jede Taube, die ich sehe. Meine Frau hat mich verloren. Die denkt, ich spinne, Alter. Blaue Pille, rote Pille, gib mir Brot! Hey, Freunde, was für Taube gilt, gilt auch für Menschen. Ihr wisst nie, was jemand erlebt hat. Okay, danke, das war meine Zeit. Danke vielmals. Danke. Danke. Matteo Gundrath. Doch ein Vogel, meine Damen und Herren, es ist schön. Wir sind nach 2 Jahren Pause wieder zurück in alter Frische, in neuer Location. Wir sind live aus dem Kongresshaus hier in Zürich bei euch daheim. Und alle sind sie da, ja, alle sind sie da, also fast alle. Ja, der eine oder die andere fehlt natürlich. Und einer, der hinterlässt eine grosse Lücke, der Mike Müller. Der ist heute Abend nicht da. Wir haben allerdings jemanden auf die Suche geschickt nach ihm und der ist vielleicht fündig geworden. Eben, jetzt wegen dem Ding, das ihr sucht, oder? Der, der heute oben nicht zu euch kommen konnte. Der Ranger, mal, der oben... Sterne hat den Namen mir einfach nicht in den Sinn gekommen. Man sagt ja, wenn einem von ihm der Name nicht in den Sinn kommt, dann sind er auch nicht wichtig. Ja, ich habe ihn gesucht, da oben lang. Weißt du, wie er aussieht? So einen Klapp kriegen, hat ja keinen zweiten. Aber, ja, yeah, hat sich anscheinend hier in diesem Jura hinten zurückgezogen. Was willst du? Schau dir mal den Winterweizen. Das wird auf jeden Fall nicht mehr. Aber keine Angst, der Drang, der dir eben so hat, der kommt dann schon wieder vor.
Das ist ja einer von denen, der jeden Monat zum Bärsee geht, Subventionen abholen. Frage mich nicht, für was. Das ist bei uns also schon besser gelöst mit der Direktzahlung und mir. Wir sind auch nicht zum Bärsee. Danke, Frau Obst. Schau mal, einen Jogger. Mit einem Cowboy-Hut auf einem Gring. Sie sind also schon komische Sachen, die Huren Jurassier. Hey, petit Jurassien, foutu, allez hop, à la maison. Was, fuck you. Müssen wir das jetzt auch noch verstehen? Ich finde, er hat durchaus Comedy-Potenzial, der Herr Wermelingen. Dranbleiben, 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 dann klappt es vielleicht mal noch. Vielleicht könnt ihr ja SRF 3 Best Talent Comedy werden. SRF 3 fördert ja seit Jahren bereits Comedy. Und darum wird die nächste Kategorie sinnvollerweise auch von SRF 3 präsentiert. Konkret von einer lieben Radiokollegin von mir. Sie ist eine von den Morgenstimmen bei SRF 3 und eine ausgewiesene Comedy-Liebhaberin. Bitte begrüßen Joanna Mach. Für unsere drei Nominierten ist das, was jetzt hier im Moment wahrscheinlich gerade passiert, so ein Mühsurreal. Ein volles Kongresshaus, ganz viele Menschen, wichtige Menschen, vor allem in schönen Anzügen und Kleidern. Und mitten drin, irgendwo hückeln sie. Ich habe es schon gesehen. Sie, unsere SRF 3 Best Talent Comedy, unsere drei Nominierten für den heutigen Abend. Sie, die sich irgendwann einmal für das SRF 3 Comedy Camp angemeldet haben, und wahrscheinlich nie und nimmer gedacht haben, dass sie sich dort angemeldet haben, sie heute Abend hier im Kongresssaal stehen würden. Seit der Anmeldung und heute Abend ist einiges passiert, lassen Sie es uns schnell rekapitulieren. Der erste Schritt war sicher der, einen ganzen Haufen Mut aufzubringen. Mut, seine eigenen Witze gut zu finden. Mut, seine eigenen Witze so gut zu finden, dass man es nicht nur der Familie und Freunden erzählt, sondern vielleicht auch noch fremden Menschen. Und vor allem Mut, sein eigenes Material einzuschicken, seine eigenen Stand-up-Nummern, seine eigenen Texte, seine eigenen Videos, sich damit zu bewerben für das SRF Comedy Camp. Hat man dann mal den ganzen Mut aufgebracht und vielleicht auch noch ein bisschen Glück gehabt, dann ist alles rund um Comedy ein bisschen realer geworden. Man hat sich endlich mal die richtig wichtigen Fragen stellen können, wie zum Beispiel, wie funktioniert eigentlich eine Pointe? Wie schreibt man eigentlich so ein Stand-up-Programm? Wie kann ich noch bessere Videos produzieren? Und Antworten auf diese Fragen haben sie bekommen in individuellen Coachings, in Workshops von Comedy-Profis. Wer denn bereit war, wer denn ready war, den haben wir mitgenommen auf die SRF 3 Talent Stage im Comedy-Haus. Insgesamt 10 Teilnehmer waren es dieses Jahr. 3 davon hat unsere Jury dann direkt ins Finale genommen. Und die sind jetzt heute hier. Und jemand davon kann sich freuen über den Preis SRF 3 Best Talent Comedy. Fazit und Good News an dieser Stelle: Uns muss Lachen auch in Zukunft definitiv nicht vergehen. Wir haben in der Schweiz extrem viele lustige, junge, motivierte Leute, die an ihren Programmen schreiben, die an ihren Stand-up-Nummern dran sind und die vor allem auftreten. Und auftreten, das tun auch sie, unsere SRF 3 Best Talent Comedy und zum Teil wöchentlich, zum Teil fast schon täglich. Und zwar an all diesen Open-Mic-Veranstaltungen, an all diesen offenen Comedy-Bühnen, die es mittlerweile fast überall in der Schweiz gibt. Falls Sie also mal Zeit haben, nehmen Sie sich die, gehen Sie vorbei, unterstützen Sie all die Newcomerinnen und Newcomer, unterstützen, die auf irgendwie todesmutig so einer Bühne stehen und das Beste geben und vor allem Freude, wenn Sie lachen, aber auch damit klarkommen, wenn es eben keine gibt. Unterstützen Sie unbedingt, geben Sie denen allen eine Chance. Weil Sie stehen mit extrem viel Herzblut, mit extrem viel Leidenschaft für Comedy auf der Bühne. Und jetzt wären wir also heute Abend da. An den Swiss Comedy Awards im Kongresshaus in Zürich und mit dabei 3 Menschen, die das alles erlebt haben, die vor allem extrem viel Herzblut und eben das Feuer für Comedy in sich haben. 3 Menschen, die den heutigen Abend ein Mühsurreal vorkommen mag. Junge Talente, die wir von SRF 3 noch so gerne fördern. Es sind die 3 Nominierten in der Kategorie SRF 3 Best Talent Comedy. Es ist so, dass ich manchmal frage bei meinen Eltern, ob sich den Kanton ausgesucht haben, wo sie wohnen. Oder? Ich schaue so ein bisschen, komische Traditionen, ein bisschen Homophobie. Eins?
obsessed. Appenzell Ausroden. Jedes Wochenende, so die beiden Hobby-Tiefschneefahrer, wurden im tiefsten Tiefschnee abseits von der Piste von einer Lawine überrascht. Und so, die ganze Schweiz ist so, nee, die Arme, so ein Pech. Und der Schweizer in mir, sagt, oh mein Gott, so ein Pech. Aber der Afrikaner, der sagt, Alter, wie überraschend kann eine Lawine dort oben noch sein. Okay, ach, verstanden. Cora, an der Linienstrich. Thank you so much. Oh mein Gott, pass auf. Ist ruhig. Kann ich jetzt gut Dönerbox essen gehen? Der Preis SRF 3 Best Talent Comedy geht an Trina Krishnaraya. Alter, ich kann nicht mehr. Sorry, dass ich alte Fässerf gesagt habe. Nein, ich habe mir nichts merken können. Das ist so das Problem. Ich meine, alle, die hier vorne hocken, sie reden so gern. Und ihr ladet irgendwie 100 Leute, die mega gern reden und sagen, ja, nicht länger als 90 Sekunden. Und du bist so, okay. Und ich zitte und ich habe 10 cm High Heels an und ich kann nicht mehr. Okay. Nein, es ist ja so, über vor 2 Jahren bin ich im Gimmick und es ist wie so, es ist so, dass wir, ich weiß nicht, ich bin im Bus gehockt wahrscheinlich und haben mir gedacht, fuck, wie, oh sorry, dass ich das gesagt habe. Sorry! ich habe mir gedacht, Dami nochmal, wie rette ich meine Mathe-Noten? Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach irgendeiner Matura-Arbeit, wo man ein bisschen den Foodie rettet. Und es ist wie, ja, dann habe ich Comedy gemacht und nach Biegen und Brechen ein Programm zusammengestellt und Leute, und ich habe auch gemerkt, hey, schon noch geil. Und eben, es ist einfach, es ist doch so krass und wahrscheinlich, das ist der krasseste Stein, den ich je in meinem Leben gehebt habe wahrscheinlich und auch heben werde. Und es ist mega schwer. Nein, ich muss Danke sagen, klassisch. Danke an allen Comedians, die ich über den Weg gelaufen bin, wirklich habe von jedem Einzelnen so viel lernen. Zum Teil haben sie mich auch ein bisschen verarscht, aber voll okay. ja, ist okay. Danke meiner Fam, ihr nervt mich, ich habe euch lieb und ihr liefert mir Comedy-Material. Nein, ich habe euch lieb. Und danke an meine Kollegen natürlich, die eigentlich auch schon Familie für mich sind. Und ein ganz großes Danke an Leute von meinem Arbeitsort Tings, dort vor allem der Hera Zimmermann. Sie ist so eine tolle, geile Frau, oh mein Gott. Und das sage ich nicht nur, weil sie mir meinen Lohn zahlt, sondern weil sie einfach wirklich toll ist. Oh Gott. Danke an meine, also ich würde wirklich nicht jemanden irgendwie wichtiger oder weniger wichtiger machen, aber ich denke meiner besten Kollegin, der Martha, einfach wie sie mein Assistentin ist und auch jeder Witz etwa 10 Mal gehört hat und mich wahrscheinlich hasst oder so, aber es gibt Apero gratis und wir sind auch da und, und ich denke allen, die ich an dem Punkt einfach auch vergessen habe. Ich habe euch nicht vergessen. Ich denke euch jetzt einfach an diesen Punkt. Und oh mein Gott, ich könnte so viel mehr sagen. Ich habe über 10 Versionen und ah, Gott, okay, ich muss schnell fachen. Also, ich hoffe auf jeden Fall, dass das nicht das letzte Mal ist, wo ich auf dieser Bühne stand. Vielleicht brauchen sie eine braune Version von der Nadia. Und nein, auf jeden Fall. Einen schönen Abend miteinander. Danke vielmals! Thank you.
Gratulation. Gratulation, Rina. So, und jetzt kommen wir zu einer fleischgewordenen Triggerwarnung. Man fragt sich ja immer wieder, wie weit darf Humor gehen? Eins ist sicher, von Wien bis Zürich. Ja. Und meistens halten Sie sich nicht einmal an diese Grenze, ganz sicher nicht in den nächsten paar Minuten. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen die grossartige Lisa Eckert. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich so sehr, hier zu sein. Ich bin wirklich wahnsinnig gern in der Schweiz. Das Einzige, was ich an Ihrem Land nicht so verstehe, das ist die Neutralität. Was hat Ihnen das gebracht? Wenn man sich so Ihre Landkarte anschaut, der Krieg ist seit Jahrzehnten vorbei, aber Sie sind immer noch in 4 Besatzungszonen geteilt. Und Sie haben nicht mal mitgekämpft. Schrecklich, oder, dass wieder ein Weltkrieg im Raum steht. Das einzige Gute daran ist, Österreich hat ihn nicht begonnen. Nein, nein, bitte kein Applaus, es ist doch Ehrensache. Wir sind schließlich auch neutral. Was so viel bedeutet wie, im Falle eines Krieges sind wir für die Sieger. Hm. Österreich ist nicht mal in der NATO, was die NATO nicht weiß. Hm. Wenn die NATO-Generäle auf die Europakarte schauen, dann denken sie immer, wir sind ein Fettfleck, der sich jederzeit ausbreiten kann. Immer dieses Misstrauen, dass wir irgendwo einfallen. Täglich hören wir Österreicher, Finger weg von Südtirol. Was wollen wir mit Südtirol? Wir wollen ja nicht mal Nordtirol. Napoleon hat uns damals versprochen, Österreich von den Tirolern zu befreien. Hat aber nur halb funktioniert. Wie wenn man eine Zecke rauszieht und der Kopf bleibt stecken. Ja, aber na, wir würden Nordtirol so vertauschen gegen Liechtenstein. Ah, Liechtenstein, das ist schön, oder? Ah, da kriegt man fast wieder Lust. Das hätten Sie auch gern, oder? Ja. Aber keiner wagt den ersten Schritt, so aus Höflichkeit. Das ist so ein Eiertanz um das letzte Stück. Gell? Aber bitte, 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 bitte greifen Sie zu, bedienen Sie sich. Ich weiß, Sie sind nicht kampferfahren. Ja, die Schweiz. Ihre letzte Militäroperation, ich habe es extra nachgeschaut, das war der Steckli-Krieg. Süß, ja. Es klingt nach einer eskalierten Partie Mikado. Aber was soll's? Nein, da brauchen wir nicht. Ja. Sie brauchen sich nicht zu schämen, außer dem Liechtenstein, das schaffen sogar Sie. Ja, 40.000 Einwohner, ich bitte Sie, das hat man doch an einem Nachmittag erobert, oder? Aber vielleicht lassen Sie es doch sein, ja, sonst kommen noch mehr Flüchtlinge. Ich habe jetzt bei mir daheim Ukraine aufgenommen. Nicht, um damit anzugeben. Ich habe es wirklich gern gemacht. Es war mir ein willkommener Anlass, endlich die Syrer rauszuhauen. Die waren natürlich stinksauer, ja, die haben gemeint, was, warum müssen wir jetzt raus, pack die Ukrainer doch in den Putzraum. Da habe ich gesagt, was, seid ihr wahnsinnig in den Putzraum? Da verstecke ich Ungeimpfte. Sie kennen mich, oder? Ich und mein weiches Herz, ja, jetzt wohnen wir eben alle zusammen und es ist okay. Es ist wie es ist, gell, also es ist, ich sag's Ihnen, diese Ukrainer, irgendwas stimmt mit denen nicht. Ich glaube, das sind Russen. Oligarchen auf der Flucht. Aber wie soll ich das unterscheiden? Die Welt ist zu komplex für mich. Ich kenne mich oft überhaupt nicht mehr aus. Letztens war ich bei einer Demo, da habe ich ein Schild gesehen, wo oben stand, Putin, go home. Was? Er ist doch zu Hause. Das ist ja sein Problem. Alle anderen waren schon in Kiew. Scholz, Macron, Johnson, alle, nur nicht Putin. Jetzt kommt auch noch der Papst. Na, den braucht man an der Front. Mhm. Pazifist, schwer zu Fuß, sieht aus wie eine weiße Flagge. Das ist ein Wahnsinn. Also, gewünscht haben sich die Ukrainer Panzer, kriegen tun sie das Papamobil. Das feuert nicht Raketen ab, um Russen zu vertreiben. Das spielt Eiswagenmelodien, um Kinder anzulocken. Aber ja, was soll's, was soll's. Ja. Nein.
Sie tun mir schon leid, die Ukrainer. Gleichzeitig, bitte, bitte, kommen Sie mir nicht dauernd mit diesem Selenskyj. Der ist nichts weiter als ein Dieb. Vom Komiker zum Kriegsheld. Das war mein Karriereplan. Na gut, seien wir realistisch. Bei mir wäre es eher vom Komiker zum Kriegsverbrecher. Na, Kriegsverbrecherin. Pardon, ich gendere nur ungern. Doch kleine Mädchen sollen wissen, dass sie alles werden können. Ja. Oder? Ja. Mir kommt vor, wir sind derzeit alle ein bisschen verwirrt, oder? Keiner weiß so recht, was tun. Aufrüstung, Abrüstung. Das Einzige, was man gut kann, ist Entrüstung. Wettentrüsten auf Twitter. Aber damit gewinnt man keinen Krieg. Man kann nicht jeden Tag einen General auswechseln, weil er wieder was Diskriminierendes gesagt hat. Über den Gegner. Während der Schlacht. Er hat den Gegner Feind genannt und befohlen, ihn anzugreifen. Das ist Hate Speech. Dabei war extra abgemacht, am Schlachtfeld keine Mikroaggressionen. Mikroaggressionen. Früher, da gab es noch echte Cancel Culture. In der Antike. Perseus hat der Medusa den Kopf abgeschlagen, weil er dachte, ihre Schlangen, das sind Rasterzöpfe. Wie löst man Konflikte heute? Mit Wirtschaftssanktionen. Große US-Konzerne ziehen sich aus Russland zurück. Also so Starbucks, McDonald's, Coca-Cola. Ich finde es ja immer berührend, wenn steuerflüchtige Grundwasserdiebe ein Zeichen gegen Krieg setzen. Gleichzeitig, na, klatschen Sie da nicht. Ja, klatschen Sie, wenn es lustig ist, nicht so ein Bekenntnis. Klatschen, wir sind nicht in Deutschland. Auf jeden Fall, so. Genießen wir es. Nein, das ist ja schön, aber ich muss sagen, also militärstrategisch halte ich es für unklug, dem Feind das Fastfood wegzunehmen. Das macht die doch nur agiler. Und schlank sind sie nur schwer zu treffen. Wollte man den Russen schaden, müsste McDonald's seine Filialen verdoppeln. Der Feind muss fett sein und nicht zu verfehlen. Wissen Sie, wer sich auch noch zurückzieht? Der weltgrößte Alkoholproduzent. Na, das ist eine Spitzenidee, die Russen ausnüchtern. Dann können sie auch noch richtig zielen, ja? Aber okay, haben wir bessere Ideen? Nein, was machen wir? Frieren gegen Putin. Das ist auch schön. Wir werden alle Kriegszitterer, ohne dass wir je an der Front waren. Es werden sich viele erkälten in diesem Winter. Aber es wird ganz anders werden als die zwei Corona-Winter davor. Niemand wird mehr in Quarantäne gehen. Im Gegenteil, man wird stolz sein auf sein Husten. Verstecken müssen sich jetzt die Gesunden. Denn wer nicht krank ist, hat heimlich geheizt. Ich muss zugeben, der beste Vorschlag, den ich zu dieser ganzen Chose gehört habe, der stammt von Donald Trump. Der hat gemeint, wir sollten Russland mit Kampfjets angreifen, auf die wir chinesische Flaggen gemalt haben. Naja, das wäre vielleicht ein bisschen zu offensichtlich. Wissen Sie was? Ich sage, wir malen die Flaggen Liechtensteins. Vielen Dank und schönen Abend. So, meine Damen und Herren, an dieser Stelle wäre jetzt eigentlich Werbung geplant. Wir kürzen das Ganze ab und zeigen einfach ein paar Sekunden das Gesicht von Charles Anguilla. Ah, das funktioniert prima. Ja, es... Scherz beiseite, es kommt jetzt zum schwierigen Teil von der Show, vor allem für uns zwei. Weil, ja, das zwischen den Nadja und mir, das läuft jetzt seit einer Stunde und eigentlich ganz okay, oder? Ja, wunderbar. Muss schon sagen, für mich ist es eine der längeren Beziehungen und... Jetzt kommt es aber zu einer ersten Krise und ihr könnt live dabei sein. Ja, das wird jetzt wirklich sehr schwer, weil für den nächsten Preis sind wir beide mitnominiert. Der Büssi mit den Comedy-Männern und ich mit dem Energy Social Team. Gewotet worden ist natürlich online von euch daheim. Also, hast du richtig verstanden? Also das Energy Team, also ein ganzer Konzern, ist nominiert gegen ein paar Leute, die Videos in der Freizeit machen. Ja, Büssi, um euer Männerpatriarchat zu besiegen, brauchst du ein grosses Team. Ach so. Aber easy bleiben, vielleicht könnt ja gar niemand von uns beiden. Oder? Das ist wirklich etwas, was wir beide nicht wissen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin sau nervös und wirklich sehr fast in die Hose.
Dass da noch etwas übrig ist. Ja gut. Es geht mir gleich. Ich kann dich beruhigen. Wie gesagt, wir wissen es nicht. Der, was weiss, der kommt jetzt. Es ist der YouTuber und Swiss Comedy Award gewinnen, Adi Totoro. Was? Mach schnell. Holy shit. Sehr viele Leute in dieser Halle. So viele Follower haben Schweizer Comedians auf Insta. Bisschen cringe. Salut zusammen, ich bin Adrian Vogt, 23 Jahre alt, komme aus dem Baselland. Und ich bin der TikToker, der heute immer alle darüber reden und sich lustig machen. Viele Leute sagen ja, TikToker haben kein Talent, aber TikToker haben Talent und ich möchte euch jetzt eins davon zeigen. Ich habe noch ein anderes, und zwar so, warte jetzt. Mir ist gesagt worden, ich muss eine Laudatio halten, darum halte ich jetzt eine Laudatio. Ich habe letztes Jahr den Stein gewonnen, das war unglaublich. Bis ich dann dreimal von Omis angesprochen wurde drauf. Sonst nie. mein Leben hat sich extrem verändert. Was habe ich geschrieben? Ich habe es gerade vorher geschrieben am Tisch, weil ich gesehen habe, die anderen haben eine lange Laudatio gehabt. Ich habe nicht etwas schreiben. Genau, ich freue mich extrem, dass ich den Stein heute weitergehe an irgendjemand anderes, der online so Zeugs macht. Der Stein wird euch das Leben verändern und ihr werdet heute dank dieser Live-Übertragung auf SRF 1 mindestens 10 neue Follower bekommen. Das sind die Nominierten. Kannst du nicht durchgehen, sollen du aufhören, die Hupe in die Tuppeln, oder? Wegen dem fahrt mein Traktor alle nicht schneller, die Affen. Kannst du durchgehen? Ja, auf welcher Autobahn? Ja, Richtung Süden. Ja, Stau auf der Autobahn in Richtung Süden, könnte man es noch ein bisschen neuer haben. Ja, auf der A1, Zürich ja, Richtung Bern. Ja, also, mit dem Traktor? Ja, sage ja. Nicht nur die Energie hat einen Mangel, sondern auch die Schweizer Gewässer. Die haben historisch tiefe Wasserstände. Schifffahrt wird schwierig und alles Mögliche taucht plötzlich auf. Also, Leichen, Bomben, Hungersteine. Alle lang. Panzer vom VBS. Ja, ja, ja. Der Brüder vom Ötzi. Oder? Ja, der Stefan Klapproth. Wo ist der? Wo ist Stefan Klapproth? Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Weiss jemand, was der macht? Keine Ahnung. Genau, das ist das Wohnzimmer. Dort hinten bei der Küche. Hast du irgendwelche Fragen? Ja. Aha. Du darfst einfach fragen. Sind Geckos erlaubt? Bitches, was läuft? Wollt ihr einen Drink? Geht ihr am durchsten Gast schon die Partyblase? Da ist das, Mann. Das ist überraschend. Das ist das andere mit Bumsen da am nächsten Kimmelgeschäft drauf. Was macht ihr das aus? Ich komme schon auf die Strasse. Sowohl von den alten wie auch von den jungen Menschen viel Liebe. Positives Feedback, sagen wir es mal so. Der Victor Jacobo hat dich ein Monument genannt. Was? Ja, ja. Also Mensch, eine Badrandstatue, warum müsste man noch warten? Also das ist Post. Posthum. So sicher rede ich, würde ich selber abreißen. I be trying to keep it gangster and shit, but you be having me on that sweet shit. Got my mind. I think about you all the time. You shoot my blood pressure through the sky. If you leave my side, that's where I die. Also, ich nehme jetzt das da weg. Kann man ASMR machen, geht das? Das klingt jetzt super geil daheim, so mit Kopfhörer. Okay. Können wir kommen? Ich mach jetzt so. Spass. Ist gar nicht mehr zu euch.
Der Swiss Comedy Award in der Kategorie Online 2022 geht an Energy. Fucking hell. Du willst mit muss ich reden? Ah, okay. Jetzt bereue ich, dass ich keine Dankesrede geschrieben habe. Scheiße. Also zuerst mal, mein Team kann nicht da sein. Die sind alle am Arbeiten von Energy Air. Yes, darum muss ich den Stein allein entgegennehmen. So schade. Ich finde, Namen erwähnen in einer Dankesrede immer etwas sau langweiliges. Darum können alle kurz das Handy führen und chillen. Aber sie haben es erwähnt, es erwähnt werden. Zuerst einmal ein grosses Dankeschön an Sandro Galfetti, mein Big Buddy, seit Tag 1. Dann Moser und Schilker, grosses Dankeschön. Aber nicht nur wir Hackfressen vor der Kamera haben das Danke verdient. Jetzt muss ich schnell die Namen ablesen, die habe ich Gott sei Dank aufgeschrieben. Danke Florin, Soraya, Annika, Chiara, Andrea, danke Andi Fischer und auch Bernhard Brechbühl. Und dann möchte ich noch jemanden erwähnen, der das Gefühl hatte, müsse ich nach 7 Jahren Energy verlassen. Die dumme Kuh. Sorry, habe mich verschluckt. Ich habe gesagt, die dumme Kuh. Anaïs Degaspe, würdest du gerne kurz auf die Bühne kommen? Anaïs! Du hast den Preis genauso verdient. Kannst du den zu dir nehmen? Ja. Ist das okay? Willst du noch etwas sagen? Hallo zusammen. Danke vielmals und schönen Abend. Okay, ich kann das Handy wieder weg. Gut, so, wir machen weiter. Jetzt kommen die wichtigen Kategorien. Ganz herzliche Gratulation. Danke. Nein, jetzt ist, glaube ich, ein guter Moment für eine Pause, oder? Ja, also, noch mal ein Bier. Ja, zwei. Meine Damen und Herren, jede gute Samstagabendkiste braucht natürlich auch einen guten Musikakt. Ja, yeah, jetzt kommt der Peach. Nein, jetzt kommen Lo und Le Duc. Meine Damen und Herren, für die, die jetzt so ein bisschen comedy-affin sind, lohnt Leduc, das ist wie Ursus und Nadeschkin, einfach in langsam. Genau. Ja. Und es ist eine doppelte Premiere. Sie singen das erste Mal ihren Song «Ich-O» und treten das erste Mal an einer Awardshow auf, ohne dass sie einen Preis gewinnen. Bitte begrüßen Lo und Leduc. Für dich schmeckt Rosmarin wie Sommer. Für mich schmeckt Rosmarin wie Glück. Und jedes Mal, wenn ich in den Himmel schaue, nimmt's mir Wunder, siehst du wirklich das gleiche Blau wie nicht. Hey. Und egal wie nah wir sind, du hörst gleich nicht. Wie schön, dass es in mir tönt, wenn du mich umarmst. Wir mit Liebe das Gleiche meinen, weiss ich nicht. Aber bei uns zwei bin ich sicher, sie ist da. Und du so, ich geh, ich geh. Wenn du mich umarmst,
Das war doch schräg, aber gut, meine Damen und Herren, wir würden euch ja auch nicht an einen Comedy-Anlass erwarten, eigentlich. Aber ihr seid grosse Comedy-Fans, ihr habt ja auch für Zucker einen Song geliefert jetzt. Wie ist es zu dem gekommen? Stimmt, ja. Zucker, da bin ich ein grosser Fan. Ich habe Shooter auch schon gut gefunden und noch früher Lineli-Konzepte, sie Rapper gewesen. Schaut euch das an. Und darum grosse Freude an dieser Anfrage. Ihr seid selber als Spoken-Word-Künstler auf der Bühne. Gibt es da Pläne, das auch noch ein bisschen auszubauen? Yes, ja, wir haben festgestellt und stellen auch immer wieder fest, dass es Sachen gibt, die sich irgendwie schlecht in einen 3-Minuten-Pop-Song quetschen lassen. Und darum machen wir dann so 90-minütige Kleinkunstprogramme, wo wir die Leute volltexten. Und das machen wir wieder ab Januar 2023. Yes. Gut, ihr seid vorher aber noch musikalisch unterwegs. Was steht da? Stimmt, wir haben ein neues Album. Ja. Unser neues Album heisst Luft. Es kommt am 4. November raus. Genau, und eine Woche später fährt Tour an, kommen wir vorbei, Liveband auf der Bühne. Bis dann. Ich würde mich dieser Empfehlung anschliessen. Lord Leonard! Ja, und nach den Chartkönigen geht es jetzt gerade royal weiter. Wobei ich jetzt nicht weiss, ob das ein bisschen eine unsensible Formulierung ist, so 3 Tage nach dem Tod von der Queen. Ja, es sind natürlich viele noch traurig, gerade die Engländerinnen und Engländer wissen, jetzt kommt eine schwierige Zeit auf sie zu. Wir in der Schweizer Comedy-Szene verstehen das natürlich. Es ist unangenehm, wenn man von einem alten weißen Mann mit abstehenden Ohren angeführt wird. Der präsentiert auch das Jahr die Kategorie für die beste Solokünstlerin oder den besten Solokünstler. Bitte begrüßen den Victor Giacobbo. Ja, grüß dich. Du weißt. Ja, ich weiß, du hast Angst ja. Von mir, weil ich wieder empört bin. Natürlich bin ich empört, dass ich den Preis wieder nicht bekomme, aber ich bin ganz easy. Okay, ich bin ganz easy, ich weiß, was ich zu tun habe. Ich gehe an das Bildchen. Ja. Ich weiß, ich mache keine Lampe heute, absolut nicht. Obwohl, geht das live? Ja. Da könnt ihr nichts rausschneiden. Nein. Weißt du was? Da könnte ich jetzt zum Beispiel, weißt du, wenn ein Klimaaktivist, könnte ich jetzt meine Hände festkleben da. Dann möchte ich eure Live-Sendung sehen heute Abend eigentlich. Weißt du, ich würde den ganzen Abend einfach da stehen, egal was passiert. Warum ziehst du dich nur nicht durch, bis das sozusagen als Lebensende? Ich meine, bis 96 ist auch nicht mehr lang bei dir. Wisse, das wäre gut, weil dann hätte ich dann etwa genau das Alter, was dein dunstiges Publikum hat. Also, oder? Bisschen gut. Bisschen gut. Nein, wenn du es schon angesprochen hast, machst du dunstiges nicht mehr. Was machst du da? Ist das ein Zweitjob oder was? Ja, man muss schauen, wie man verdient. Nein, natürlich mach dunstiges noch. Genau, wenn du hörst auf mit dunstiges. Heißt sich doch nicht. Ja, eben. Aber das musst du eben genau überlegen. Das hätte ich mir eben auch genau müssen überlegen. Weil wenn du aufhörst, wir haben, der Mike und ich, wo wir aufgehört haben, haben wir das auf so eine schmucklose Art gemacht. Was haben wir dann gesagt? Wir sind angegangen und gesagt, das ist es, tschüss. Ja, ist doch prima, was ist das Problem? Nein, los, so kannst du eine Beziehung beenden, aber nicht eine Sendung, oder? Weil
ich weiß nicht, hast du gesehen, wie die Leute, Moderatorinnen oder Moderatoren vom SRF, haben das sicher alle gesehen, wie die Sendung beendet, was dort abgeht. Die Emotionen, die das gibt. Wenn sie sich verabschieden in der allerletzten Sendung und anfangen zu heulen. Und irgendwie, und dann wird es noch schlimmer, hinten da kommt das ganze Team, die ganze Redaktion, kommt die und heult auch und es gibt Blumen und sie haben die beste Quote, die sie vorher nie gehabt haben. Ja, oder? Stimmt. Und das, genau das haben wir eben nicht gemacht, Mike und ich, und das bereue ich heute noch. Ja, das verstehe ich, aber jetzt ist es auch ein bisschen spät. Also jetzt geht es wie nicht mehr. Wieso? Nein? Nein? Es wäre jetzt der Moment, wo ich noch heule. Ich tue das noch nachheulen, wo wir die Sendung aufgehört haben. Vor 6 Jahren haben wir nicht geheult. Und hast du das aufgeschrieben, Victor? Was? Hast du das aufgeschrieben? Wie du... Nein, lass mich jetzt in Ruhe heulen, bitte. Ich habe es nicht aufgeschrieben, da ich brauche ein paar Bilder, dadurch ein paar Fotos. Und ich muss anschauen, damit ich überhaupt muss heulen. Ich habe zum Beispiel ein Foto vom FCZ da drauf. Und dann habe ich noch... Ja. Und dann habe ich noch eine vom Winnetou habe ich noch drauf. Und da irgendwo ist noch eine vom Deville. Ja, ist gut. Genau. Dort liest es mich dann gerade ganz. Das verstehe ich, Victor. Es ist hoch emotional, was du da machst. Aber du hättest noch einen Award vergeben. Ja? Award? Was interessiert die Leute, die Award? Das ist alles vorher abgekartet. Ist alles genau abgemacht. Es ist jedem da innen klar, dass das bestimmt worden ist, wer das gönnt. Nämlich bestimmt von der Hillary und von der Simonetta. Und schau doch mal da ab. Schau mal, das ist der Folterkeller von der Hillary. So sieht der aus, oder? Aber das Blut möchte ich nicht trinken, ehrlich okay, gesagt. Okay, ja. Nein, alles gut. Raus. Alles gut, Capirano. Da, schau, da sind deine Pillen. Da kannst du... Okay. Ein bisschen, gell? Danke, bisschen, danke. Musst du sie da wieder geben? Ja, alle am besten. Ich nehme alle, genau. Das sind die Nominierten. Ja. Guten Abend miteinander. Ja, mein Name ist Cenk, für alle, die mich nicht kennen. Also, für alle. Wahrscheinlich. Ja. Aber es ist nicht schlimm. Ich meine, ich mache das erst seit 3 Jahren und 1,5 Jahre davon kann man ja nicht wirklich zählen. Es ist nicht so viel gelaufen. Und dann ist auch noch Corona gekommen und so. Darum, also, easy. Britta, komm schnell da hin. Britta, wie viele Menschen schauen heute Abend zu? Es schauen 8,5 Millionen Menschen zu. Hey, wir sind doch nicht bei Netflix, das ist immer noch das SRF. Sie haben auch ein bisschen Gefühle für mich? Ja, vielleicht ein wenig. Hey, 3 Kinder behaupten, sie besitzen die Vorhaut von Jesus Christus. Also entweder 2 von denen lügen, oder das ist mal ein göttlicher Beweis für die heilige Dreifaltigkeit. Gute Besserung macht für mich keinen Sinn. Du hast das Wort Besserung nicht besser machen, wenn du gut vor den Dreiern tust. Weißt du, ich meine? Weil noch kein Mensch hat jemals so etwas gehört. Es tut mir leid, Frau Müller. Ihr Hund hat es nicht geschafft. Er hat eine schlechte Besserung gehabt. Nein, er ist tot. Es gibt nichts dazwischen. Wenn ich den Staubsauger nach dem Gebrauch wieder verstauen will, dann brauche ich 3 Demeter und eine Darmspiegelung wegen stressbedingtem Reizdarm. Verdammt, das ist das Pak Choi'ste Mal, dass es Pak Choi-Suppe mit Pak Choi, Pak Choi und Pak Choi-Chutney geben soll. Ein unglaublich schwieriger Entscheid. Also Gewinnerin oder Gewinner vom Swiss Comedy Award in der Kategorie Solo 2022 gönnt Charlie Nguela. Oh, wow. Woo! Yeah! Bevor ich irgendetwas sage, möchte ich mich für heute Abend entschuldigen.
Es kann sehr gut sein, dass irgendjemand vom Management oder der Cenk zu viel sauft und irgendetwas Blödes macht. Also wenn ihr irgendwie morgen ein Bild gesehen vom Cenk nackt in einem Uber, ich habe es euch gesagt. Also ich wörtlich gesagt. Aber die Kategorie heisst für Solo, aber das machen wir im Fall nicht allein. Es sind sehr viele Leute dahinter. Unter anderem, wie gesagt, das Management-Team, Tim, Ali, Joel, wo wir die Camps gemacht haben mit dem Cenk. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung, die Co-Autor. Vielen Dank, Jörg Zentner und meine Familie, dass ihr mich vertragen müsst. All die dummen Sprüche, die ich immer wieder rauslassen muss. Und natürlich, der grösste Dank geht an euch, liebes Publikum. Danke vielmals, dass ihr die Show schaut und dass ihr Comedy unterstützt habt. Merci vielmals. Charles and Guerra! Ab heute King Charles der Erste, oder? So, ja, die Requisiten können so springen. Wir würden weitermachen mit dem nächsten Act, Nadia. Bin da, Büschi. Was? Hey. Was machst du denn hier unten? Offensichtlich hocken, siehst du? Ja, aber... Kannst du vielleicht raufkommen? Der Peach kommt. Ja, wir müssen dann vielleicht zusammen ansagen. Scheißegal, was kann ich von da machen? Liebe Leute, jetzt kommt der Erfinder von Stand-Up im Sitzen. Ein Mann, zwei Akkord und ein Catering für drei. Ich kann es nicht anders sagen. Peach fucking Weber! So, jetzt kommen endlich die Intellektuellen auf die Rechnung. Ich bin wieder auf Tour. Erstaunlicherweise habe ich ja jedes Jahr mehr Publikum, weil inzwischen komme ich schon mit ihrem Pflegepersonal. Und ich bin heute mit dem ÖV gekommen, weil mir dunkt, wir müssen jetzt endlich ernst machen mit dem Umweltschutz. Ich habe jetzt 2 Monate das Auto in den Garage gelassen. Ich bin mit Velo und ÖV unterwegs. Also die Idee ist ursprünglich vom Strassenverkehrsamt gekommen. Aber ich habe ja... Nein, wir reden das mickrige Applaus am Schluss zusammen. Ich habe ja einmal 6 Jahre... habe ja mal 6 Jahre nicht geraucht, nicht gesoffen, nichts mit Frauen gehabt. Und dann bin ich in die erste Klasse gekommen. Und ich bin ja... Ich bin halb Italiener durch meine Mutter und halb Schweizer durch einen guten Freund von meinem Vater. Und bin aber, da wissen Sie die wenigsten, bin ein Wunderkind gsi, weil ich also mit 7 schon fast so viel gewusst wie heute. Und einmal habe ich meine Mutter gefragt, du, bin ich adoptiert? Hat sie gelacht und hat gesagt, du meinst wirklich, wenn wir hätte ich können auslesen. Und übrigens, meine Nachbarn, die haben jetzt gerade ihr Kind testen, weil sie gemeint haben, es sei hochbegabt. Aber der Tester hat gesagt, ja, da täusche ich nur, weil sie so dumm sind. Oder? Ich habe... Ja, wir leben ja jetzt in ganz moderner Zeit, das ist ja wahnsinnig, oder? Also, wenn ich mir vorstelle, in meiner Jugend konnte ich mit einem 5-Lieber 2 Kilo Brot, 300 Gramm Bündnerfleisch, 1 Kilo Kaffee und eine Schachtel Pralinen holen. Das geht heute nicht mehr, die haben dort überall so Kameras. Und ich kann mir ja... letztes Jahr ein neues Handy gekauft, oder? Und Handy ist ja nicht mehr besonders, oder? Ich meine, die, die noch das Festnetz haben, brauchen es ja nur noch, um etwas Handy zu suchen. Und ich habe eine scheiß Freude, weil oder? Ich habe vor 10 Jahren das Gleiche gehabt und jetzt das Neue, die Gesichtserkennung, habe ich vorher nicht gehabt. Hat mir allerdings ein bisschen zu denken gegeben, als ich einst unter der Dusche vorgekommen bin und Vögelblut aufs Bett gehockt bin, genau aufs Handy, und es hat entsperrt. Und jetzt kann ich euch übrigens einen Tipp geben. Und mit dem Tipp könnt ihr einen Haufen Geld sparen.
ihr müsst wahnsinnig aufpassen, wenn ihr im Zug das Handy aufladet. Weil die SBB fährt elektrisch und muss überall sparen. Oder? Und letztes Jahr habe ich im Zug mein Handy eingesteckt, da war sofort der Akku auf null. Die Keime saugen dir den Strom ab. Und mal! Oder? Ich habe es dann gerade wieder rausgezogen, dann ist prompt durchgesagt, 10 Minuten Verspätung. Und letztes Jahr habe ich einmal einen Sexfilm geschaut und dann habe ich gedacht, bin ich dort noch jung gewesen. Und das ist gut, das ist es ist schon ziemlich lange her, es war noch schwarz-weiß. Aber jetzt hast du 45 Jahre her, oder? Jetzt ist schon bin ich schon ein alt, oder? Und letztens ist etwas Herziges passiert, da ist auf einen auf der Straße gekommen und gesagt, Sie, sind Sie nicht einmal der Peach Weber? Ha, 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 ha. Aber ja, man muss es akzeptieren, oder? Ich bin jetzt so in einem Alter, oder? Ja, man kann sich nicht mehr so gut bewegen, oder? Und vor allem Bücken ist das Problem. Jetzt haben wir aber so eine lange Greifzange gekauft, oder? Mit der kannst du alles bequem am Boden aufnehmen. Da haben wir sogar eine zweite gekauft, weil die andere ist mir runtergefallen. Und habe auch ein neues Navigationsgerät gekauft. Und zwar ein Senioren-Navi. Senioren-Navi, das ist super, weil das sagt einem nicht nur, wie man dort herkommt, sondern auch noch, wo man dort wollte. Da bin ich also sehr froh. Und ich gehe dann auch ins Seniorenturnen, immer am Freitag. Oder? Und letzten Freitag hat die Leiterin gesagt, so, jetzt machen wir alle Kerzen. Und ich habe so gestaunt, wie gut, dass ich die Kerzen noch gebraucht habe. Ist mir allerdings vor lauter Anstrengungen so ein kleines Fürzchen ab. Da habe ich gesagt, ja, ist eine Duftkerze. Aber jetzt auch im Alter, ich nehme möglichst keine Medikamente. Oder? Das ist so etwas, was ich immer hatte. Gut, eine Ausnahme, Viagra ist ja jetzt rezeptfrei. Und dann wollte ich eine Packung holen, oder? Also die neue, die auch bei der eigenen Frau wirkt. Da bin ich in die Apotheke, oder? Und da war eine ganz nette Apothekerin. Und als ich dann gesagt habe, was ich will, oder? Hat mich die von oben bis unten angeschaut. Da sagt die freche Gumsel, Sie, wenn Sie Viagra nehmen, ist das nicht etwa so, wie wenn wir an einer Mumie noch einen Herzschrittmacher einpflanzen? Und gut. Nein, ich sage jetzt noch etwas ganz ehrlich, weil ich bin ein ehrlicher Mensch und ich weiß, ich werde nie von selber drauf kommen. Ich bin nicht sehr sportlich. Manchmal, ich gebe es zu, ich komme manchmal schon beim Joghurtessen Seitenstecher. Und ich habe auch noch ein Gedicht zwei mitgenommen. Meine Reisetabletten sind kaputt, könnte man meinen. Ich habe 6 Stück genommen und bin immer noch daheim. Ja. Oder, nein, ich schreibe dem Schorschli Clooney, wie du Frauen flach weißt, da staune ich. Da schreibe er zurück, Peach, glaube mir, die verwechseln mich bestimmt mit dir. Habe ich selber geschrieben. Oder, nein, ihr kennt ja die Gedichte, oder, wo früher meine Leber war, ist heute eine Minibar. Und so Zeugs. Und jetzt habe ich fast keine Zeit mehr. Ich kann nur noch ein kurzes Lied singen, muss aber zuerst noch 2 Warnungen. Vor allem die erste Warnung geht so an die erste Reihe. Ich mache nachher noch Stage Diving. Und die zweite Warnung ist wegen dem Lied, das ist also ein ganz blödes Lied. Meine Nachbarn sind so feibelgwundrig, schauen wir immer in den Garten. Das regt mich auf und jetzt habe ich genug, jetzt werde ich nicht mehr länger warten. Ich pflanze du ja. Ich habe gesagt, es ist auch blöd, aber noch einen schönen Abend.
Okay. Es ist ein Amour-Fou zwischen diesen beiden. Ja, es ist ein bisschen, also so heisst es, glaube ich, oder? Wenn man verrückt verliebt ist. Ich weiß es nicht ganz genau. Mein Französisch ist ein bisschen eingerostet. Ich kriege so halbwegs noch die Schweizer Comedy-Szene zusammen. Oder der Johnny Fischer, der Jean Pécheur. Der Stéphanie Berger, Etienne S. Montagne. Also Stefan heisst ja Etienne, dann müsste ich ja Etienne S. Ich hätte Etienne wahnsinnig gerne als Künstlernamen gehabt. Weil das tönt schon so nach Feuilleton. Oder? Etienne. Hat jetzt leider jemand anderen, der, wie ich finde, recht ähnlich aussieht wie der Claudio Zuccolini. Jo, sind wir drauf? Yay, tschüssi, bis Trötchen, Sally. Ich mache die PR, die Public Relation von Zuccolini. Und muss gerade sagen, es tut ihm wahnsinnig leid, dem Zuccolini. Er kann nicht live mit dabei sein. Warum nicht? Er ist am Schaffen. Jo, seit er dir zwei Steine bekommen hat, er macht kein Theater drum, nein, nein. Seit er dir zwei Steine bekommen hat, ist er nur noch am Schaffen. Ja gut, schaffen kann man nicht sagen. Dumm Schnur ist es. Aber solange es funktioniert, à la bonheur, tant pis, why not? So schickt er die besten Grüße nach Zürich ins Kongresshaus. Jo, und gratuliert ganz herzlich den Gewinner von den Swiss Comedy Awards. Jo, und auch ich mach das. Also, ich bis Rädchen. Hey, Sali, tschüss, Hösticke. Claudia Zuccolini, leider auch nicht da, heute Abend, nächstes Jahr wieder mit dir. Claudia, jemand anders fehlt auch heute Abend, der wird leider nächstes Jahr nicht mehr mit dabei sein. Von ihm haben wir uns für immer müssen verabschieden. Vor gut einem Monat ist der Peter Freiburg Haus vom Duo Fischbach verstorben. Sein Werk, sein Theater und natürlich unsere Erinnerungen an ihn, die werden aber weiterleben. Wir sagen jetzt danke vielmals für alle Lachenbegegnungen. So, wir kommen zum Publikumspreis. Aus allen Nominierten aus der Kategorie Solo und Ensemble hat das Publikum online einen Sieger oder eine Siegerin geehrt. In der Politik wollen wir von einer Majorzwahl reden. Und darum macht es natürlich auch absolut Sinn, dass diese Kategorie von einer Politikerin präsentiert wird. Großen Applaus für Jacqueline Badran. Hallo zusammen. Ich bin da als Ersatz für unseren Kulturminister, den Bundesrat Alain Berset. Warum er nicht selber da ist, das ist, habe ich nicht ganz begriffen. Vielleicht, weil es auf dem Kongresshaus keine Landepiste hat oder weil er an einem anderen Ort muss die Lage beobachten muss. Aber ich bin natürlich... Ich bin natürlich gern gekommen, als Ersatz. Weil, wenn ich schon mal ausnahmsweise Publikum habe, dann euch, ihr wunderbaren Comedians. Weil normalerweise bin ich ja euer Publikum und heute sind ihr mal meins. Und darum habe ich gedacht, ich sage euch bei dieser Gelegenheit, dass wir uns gegenseitig so brauchen. Wir aus der Politik und ihr aus der Comedy. Wir brauchen euch, damit wir auch mal etwas zu lachen haben. Und ihr braucht uns als Vorlage. Zum Nachäffen. Aber dann gibt es noch so ein paar ganz wenige Unterschiede. Ihr braucht Talent. Wir funktionieren auch gut ohne.
Ihr kriegt Applaus. Wir kriegen Schimpfmails. Wenn ihr zum Lachen seid, sind ihr gut. Wenn wir zum Lachen sind, sind wir schlecht. Ihr Comedians sind freiwillig auf der Bühne. Wir Politiker innen, nur wenn wir müssen. Als Ersatz. Ihr spielt witzige Figuren, wir sind manchmal Witzfiguren. Kein Name. Ihr müsst witzig sein, wir müssen dort ernst sein und dauerempört. Ja, ich will auch mal können sagen, die Mini-Reform, die wir gemacht haben, die ist lustig, die ist witzig. Und statt immer zu sagen, die Reform ist inakzeptabel, inakzeptabel. Ja, weißt du, wie anstrengend. Apropos Publikumsvoting, also das haben wir dann wieder gemeinsam. Wir Comedians, ihr Comedians mit uns Politik. Wir aus der Politik werden alle 4 Jahre nominiert, vom Publikum gewählt zu werden. Wir machen jeweils so Wahlvideos und machen darauf ein Gesicht wie Patti Basler. Und auf dem Wahlvideo sagen wir, wähl mich, pick me, pick me. Und ihr aus der Comedy werdet einmal im Jahr für den Publikumspreis von der Swiss Comedy Awards nominiert. Und ihr macht dann auch so Wahlvideos mit so funny faces, so lustigen Gesichtern, so eine Mischung von Victor Jacobo und Michi Elsner. Und auch dort macht dann auch ihr, wähl mich, pick me. Dann seht ihr mal, wie das ist, wenn man sich beim Publikum anbiedern muss. Und wenn wir dann nicht gewählt werden, dann hoffen wir wenigstens auf den ersten Ersatz. Und in dem Sinn, die Nominierten für den Publikumspreis 2022 sind. Und gewählt ist der Charles Nguela. Habe ich nicht, wirklich nicht erwartet. Ich möchte mich nochmal für den Cenk entschuldigen, falls nein, liebe Leute, meine Mom hat mir immer gesagt, wenn du nicht weißt, was sagen, musst du einfach sagen, was du fühlst. Und im Moment, ich bin überwältigt, weil das Programm ist sehr schwierig war zum Schreiben, weil wir alle daheim waren. Ich glaube, für alle Solokünstler war es eines der schwierigsten Programme zum Schreiben überhaupt. Und dann rauszukommen und das dann zu bekommen, ist, glaube ich, nicht nur für mich, sondern für uns alle, dass wir doch noch wichtig sind und dass Leute doch noch mühen, ab und zu lachen. Und für mich wirklich, ich weiß nicht, was ich noch sagen kann. Einfach danke vielmals. Bitte. Yep.
Jetzt Charles II, ja? Ab Third muss das Land übernehmen. Vorsichtig sein, ja. Wir kommen zu einem Idol, das darf ich sagen. Und Idol ist immer so ein bisschen schwierig, oder? Man stellt sich immer vor, die sind mega cool, super nette Menschen. Und wahrscheinlich noch viel besser, als man sich je erträumt hat. Das habe ich mir einmal so vorgestellt. Und dann habe ich den Stefan Raab getroffen und muss sagen, er ist gar nicht mal so ein netter Mensch. Und dann wollte ich kein Idol mehr treffen, bis ich ihm über den Weg gelaufen bin. Er ist ein epischer Typ, der Michael Mittermeier. Ist ein wahnsinnig lieber Mensch. Und nebst dem, dass er ein grossartiger Künstler ist, interessiert er sich ja auch sehr für die Schweiz und die Schweizer Comedy-Szene. Darum habe ich eine Riesenfreude. Ist er heute Abend da? Bitte begrüßt the one, the only, mein Traumatherapeut, der Michael Mittermeier! Grüezi, guten Abend! Heute zusammen! Servus! Es ist so schön! Gute Stimmung! Ist besser als in Deutschland, ohne Schmarrn. Deutschland im Moment ist so ein verunsichertes Land. Ja? Immer nach 2,5 Jahren Pandemie, einer Invasion und der Passion auf RTL. Auch ich bin unsicher im Moment. Weißt du, ich stehe an der Tanke mit meinem SUV. Ich überlege mir im Moment, weißt du, der Sprit kostet im Moment über 2,30 Euro. Ich überlege mir im Moment, wo ich beim Einparken zweimal rangiere. Das ist ein Fünfer. Ich meine, ja. Und ich habe heuer Corona überlebt. Interessiert keine Sau. Verstehst du? Wenn du heuer 2022 Corona hattest, alle so, hey du Omikron-Loser, Delta, das war noch ein Corona, ha? Delta Force, der Chuck Norris unter den Coviden, ha? Und Deutschland hat Angst vor einer Schweizer Mutante. Ah! Gegen die kann man keinen Impfstoff entwickeln, weil in der Schweiz das Virus ist von Kanton zu Kanton verschieden. Das ist klar. Ja, ja. Oh, aber, Freunde, lasst uns optimistisch bleiben. Es gibt Leute, die sagen, Mai, ich freue mich auf Corona im Winter, weil das, was die Heizkosten sind, mal ein bisschen Fieber, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Und optimistisch, weißt du, ich habe für diesen Abend eine Nummer über die Queen geplant gehabt. Ja, die Queen. Das ist meine Heldin gewesen der letzten 2,5 Jahre, weißt du, im Sommer noch ihr 700. Thronjubiläum. Die war 96. Die hat nie gejammert, oder? Die hat nie gejammert. Die hat die Corona an Ostern. 3 Tage und dann. Und es war wirklich so. Prinz Charles hat während der 3 Tage damals Proben abgehalten für eine Krönungszeremonie. Und ich war so. Nein, tu das nicht, Dumbo. Die stirbt nicht. Ja? Ich dachte immer, Prinz Charles, das Allernächste, wie er an eine Krönung kommt, das ist, wenn er sich einen Kaffee macht. Also ich. Ja, der kommt gut nach einiger Zeit. Gell? Es ist dann noch. Nein, ich habe so gehofft, dass die Queen wirklich nicht stirbt, und zwar nie, dass sie einfach immer lebt. Meine Theorie war noch vor ein paar Wochen, die Queen, sie heiratet bald. Ja, und wisst ihr wen? Keith Richards. Der stirbt auch nicht und sie hätten uns ewig regiert. Ja, oh mein Gott. Ich meine, Keith Richards war auch gerade wieder im Sommer auf Tour mit den Stones und ihrer Körperweltenausstellung. Das ist... Ja. Oh mein Gott. Blockbuster für immer. Und da muss ich an dieser Stelle mal hier Thema in der Schweiz. Es gibt ja eine neue Herr der Ringe-Serie, die Ringe der Macht. Ja? Habt ihr mitgekriegt? Heißt, sie ist die teuerste Serie aller Zeiten auf Amazon. Wer glaubt denn das? Wir wissen alle, wie schlecht Amazon seine Mitarbeiter bezahlt. Ha? Und die teuerste Serie, Entschuldigung, jede Schweizer Soap ist teurer, wenn die Belegschaft einmal essen geht. Ja. House of Zucker. Ja, aber ihr seid zu bescheiden, um da ein bisschen rumzuflexen. Oder? Die Welt wäre so reif für Schweizer Serien-Welthits.
Und sonst wie Herr der Ringe, das könnt ihr. Ihr müsst nicht nach Neuseeland fahren zum Drehen. Ihr bleibt hier, ihr habt die Landschaft. Hä? Und wer war das Original von Gandalf? Wer? Der Alpöhi. Wer hat's erfunden? Die Schweiz hat's erfunden. Ja, da dürft ihr klatschen. Ist klar. Ich plädiere für ein Schweizer Epos, der Herr der Rüttlinge. Verstehst du, das wäre eine Handlung. Ja, Öhi Gandalf hilft Frodoli am Matterhorn, den Ring der Macht ins Käsefondue zu werfen, bevor Magdalena Mordor Blocher Saurons Tochter Atomkraftwerke baut. 1A, 1A Handlung. Ja. Das ist schön. Aber gut. Das ist ja die erfolgreichste Serie der letzten Jahre war Game of Thrones. Jetzt gibt es schon House of Dragon und ihr müsst euch die Serie Game of Thrones gar nicht anschauen. Ich kann es erklären. 8 Staffeln, jede Handlung, jeder Folge, 10 Sekunden. Tod, Macht, Gewalt, Gemetzel, Zwerg, Sex, Untote, Saufen, Inzest, Intrigen, Vergewaltigung, Vernichtung, Erniedrigung. Das ist so eine Mischung aus Herr der Ringe, Grimms Märchen und SVP-Parteitag. Also es ist so. Aber gut. Und was ist das erfolgreichste Genre im Moment? True Crime? Und einer der erfolgreichsten Videogames der letzten Jahrzehnte? FIFA. Hä? Habt ihr alles hier in der Schweiz? Ich gebe euch einen neuen Welthit. Statt Game of Thrones, Game of FIFA. Der Nachtkönig Infantino bedroht das Auenland, also das Aargau, und die anderen Kantone mit Hilfe seines Staatsanwaltes Reto Bolten, aber im fernen Katar. Ja, da zieht Daenerys aus dem Hause Blatter, Sohn des Sepp, 3 Drachen auf und sie wird mit Hilfe von Urs Lannister, da will sie die Macht auf dem eisernen FIFA-Thron zurückerobern. Ja, und auf welcher Seite wird Haus UEFA stehen? Wir werden es alle wissen im Dezember. Zu sehen auf Spitzflix. Jawohl. Und eines, weil ich gerade dabei war, eines muss man sagen. Das wäre der geilste Sommer für eine Fußball-WM gewesen aller Zeiten, oder? Wir hätten jeden Tag Public Viewing machen können. Aber nein, wir müssten mal warten, bis gestreut ist im Winter. Also ich liebe Weihnachten und ich liebe Fußball-WM, aber beides zusammen. Was? Ich meine, das gibt Hiroshima für die Augen. Ich meine, das ist zeitgleich Weihnachtsdeko und WM-Deko. Das wird der Fall der Wahnsinn. Gibt es dann ein Panini-Kombi-Album? Ich tausche 2 Heilige Maria und Josef gegen einen Neuer und einen Shakiri. Ich brauche einen Messias. Shit, ich hab nur einen Messi. Damn. Und ich meine, jahrelang haben uns die rechten Populisten gesagt, die Moslems werden uns Weihnachten wegnehmen. Die FIFA macht's, ihr Vollpfosten! Wie wird es sein an Weihnachten? Du stehst im Kaufhaus und du hörst zeitgleich Weihnachtslieder und WM-Songs. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wir haben sie 5-0 weggehauen. Oder der alte Hooligan-Klassiker, Niklaus, wir wissen, wo dein Schlitten steht. Und wisst ihr, wann das WM-Finale stattfindet? Und ich kann das als Comedian ja nicht einmal erfinden besser. Am 4. Adventssonntag. Und was macht man denn da? Ha? Public Viewing in der Kirche, Public Churching? Ich meine, wird da am Altar der Beamer aufgebaut? Herr Pfarrer, wo soll man denn die Leinwand befestigen? Ja, da oben beim Jesus stehen noch 2 Nägel raus, da könnt ihr es hinhängen. Und ich warte auf das Finale. Deutschland gegen die Schweiz.
Top Schweiz und Deutschland! Dankeschön! Ja. Dankeschön! Michael Mittermeier! Danke! Herzlichen Dank! So. Michael, es tönt ein bisschen, als hättest du viel Zeit gehabt zum Fernsehen schauen in der Corona-Zeit. Ja, wir haben ferngesehen oder gesoffen. Insofern, das war. Beides richtig gemacht. Und die Frage natürlich, oder, du hast jetzt nicht einfach nur Fernsehen geschaut, du hast auch intensiv geschafft. Du bist mit einem neuen Programm unterwegs, auch bei uns bald, oder? Ja, im Oktober, in der Schweiz. Ja. So schnell geht das. Ja. Du bist ja gern da. Du hast eine enge Verbindung zu der Schweiz. Warum? Es hat alles angefangen mit Emil, tatsächlicherweise. Das war so mein erster Bezug zur Schweiz. Und da habe ich meine Liebe zur Schweiz entdeckt. Und ja, ich glaube, da haben wir jetzt auch einen guten Übergang, oder? Absolut. Da machen wir nämlich jetzt einen, ja, er ist ein Profi, oder? Da machen wir einen Übergang zum Lifetime Award. Da ist ja im Vorfeld schon gesagt worden, der wird heute Abend den Emil Steinberger bekommen. Und wir haben gefunden, es ist ein wunderbarer Moment, wenn er dein Idol ist, dass du ihn auszeichnest. Wir würden duschen, ich gebe dir den Stein, du gibst mir das Mikrofon und ihr gebt einen Applaus. Ja! Ich möchte mich heute wirklich verneigen vor einem meiner großen Comedy-Helden, Emil Steinberger. Es ist. Ich muss. Als erstes sage ich danke, Emil, weil du hast mich schon als Kind zum Lachen gebracht. Und was noch, eigentlich noch viel wichtiger ist, das wissen viele nicht, tatsächlicherweise meine allererste Solonummer ever, die ich gespielt habe auf einer Bühne vor Publikum. Ich war 12 Jahre alt, das war eine Emil-Nummer, die Polizeihauptwache. Und wenn du es erstmal alleine auf der Bühne stehst, was für mich ist immer so, wenn das Telefon läutet, du willst gern abnehmen, Polizeihauptwache Schneider, 14:30 Uhr. Wie, was haben Sie? Eine Bombe vor dem Haus? Ja, das ist auch noch eine Überraschung. Nein, wir können nicht kommen, sind schon alle Leute im Bett. Und ich habe diese Sketche, deine Sketche, ich habe die gespielt und gespielt. Weißt du, für mich und meine Generation war die Schweiz nicht nur Klischeeland. Also so klar, du hast Rötteli und Käsefondue und Schoki und Taschenmesser und erwachsene Männer, die sich eine Lederwindel anziehen und gegenseitig in den Sand werfen. Nein, aber der Grund dafür, dass wir das Klischee nicht nur hatten, das bist du, Emil. Weil Emil hat für uns, der Schweiz, ein Gesicht gegeben. Ein freundliches Gesicht, ein lachendes Gesicht. Und ich muss dazu sagen, mein zweiter Solo-Hit dann im Jahr, wo ich 13 war, das Jahr drauf, weil es erstens so erfolgreich war, war der Sketch der Telegrafenbeamte. Den habe ich auch gespielt und ich habe hier, pass auf, das ist mein Originalblock, wo ich damals von den Emil-Schallplatten mir die Texte runtergeschrieben habe. Oh, hatte ich eine schöne Schrift. Der Telegrafenbeamte, also 4 senkrecht, Grautier. Das hat 4 Buchstaben und fängt mit einem E an, dann fehlt einer und dann geht's mit EL weiter. Ein Grautier mit E, EL, Egel. Egel, Egel. Und in Klammern habe ich dann geschrieben, schneller, Egel, 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 Egel. Ja, das ist eher ein I, dann stimmt es aber waagrecht nicht mehr. Und das Ding ist wirklich so, ich habe diese Nummern damals gespielt und die Leute haben zu mir gesagt, ja, der Michel, das ist ein Sprachengenie, der kann andere Ländersprachen, Schweizerdeutsch, mein Gott, wie der das spricht. Hey, und die Mädels habe ich rumgekriegt mit Sätzen wie, also so, ist die Kiese noch am Lager? Sehen die Ziegel, gruß dein Schwager. Da sind die abgegangen. Aber sowas von. Und das Lustige ist, ich meine, ich habe wirklich geglaubt, ich spreche Schweizerdeutsch. 15 Jahre später stehe ich an einem Bahnhof in der Schweiz und sage zu den Bahnbeamten, Sie können mit mir Schweizerdeutsch sprechen, kein Problem, ich verstehe jedes Wort. Komm ich rüber, hast du gemacht? Klar, hopp, das ist ganz gut gewesen. Und es ist wirklich lustig, dass heute noch Millionen Deutsche glauben,
diese Schweizerdeutsch-E-Mail-Platten, das ist Schweizerdeutsch. Aber deine Ehrerbietung, dass du für ein anderes Land extra den Humor übersetzt hast. Und so konnte ich den entdecken. Und ich habe es geliebt. Ich habe die Nummern, diese Platten, ich konnte sie alle auswendig. Ich liebe die, das Perfekte da drin, aber immer mit Liebe, Herz und Leidenschaft. Und ich meine, mit 89 spielst du immer noch. Du machst Programme und ich liebe das. Long live the Swiss King, sage ich an dieser Stelle. Long live the Swiss King. Und Emil, der Lifetime Award Swiss Comedy geht an dich. So was von zurück. Es ist für mich, also es ist sehr schwierig überhaupt so etwas, ich weiß auch nicht wieso, das, aber ich glaube, ich muss schon viel, ich weiß nicht, ob Danke sagen. Nein, mir geht's gut. Ja! Und ich möchte allen Leuten, die beitragen, dass wir Humor einfach wichtig finden, dass wir lachen können, weil Lachen so etwas Gesundes ist. Lachen ist Jogging am Ort. Da können die anderen säckeln, solange sie das wollen. Wir bringen die Leute zum Lachen und das ist sehr gesund. Das sagt wahrscheinlich demnächst auch mal eine Krankenkasse. Ja. Es ist wirklich so, denn ich mag mich erinnern, als ich beim Zirkus war, in dieser wunderbaren Zirkusmanege, da kam am Schluss ein Architekt zu mir und hat gesagt, Emil, wie geht es dir so? Wir haben einander schon gehört. Er hat gesagt, Emil, wie geht es dir? Und er hat gesagt, ja, es geht gut. Ich meine, es war ja auch streng im Zirkus. Er hat gesagt, Mama, es geht gut. Er hat gesagt, hey, was? Es geht gut. Gottfried Stutz, dir kann es nur gut gehen. Weißt du, jeden Abend hast du 4'000 Leute um dich herum im Zirkus und die strahlen alle positive Gedanken aus und du bist der Einzige in der Manege, der diese Strahlungen empfangen kann. Dir kann es nur gut gehen. Das ist eine schöne Theorie und die hat natürlich auch etwas. Manchmal, wenn ich spüre, dass Grippe so im Anzug ist und man hat Angst, wegen der Vorstellung absagen und so. Nein, da gehst du auf die Bühne, spielst 2,5 Stunden, nachher bist du gesund. Sicher, das ist so. Das ist nicht einfach bla bla, sondern das ist einfach Gott. Der Willi Milovic, der große Komiker in Deutschland, der mit über 80 auch noch Theater gespielt hat, haben sie nicht gefragt, ja, aber wieso stehen Sie noch auf der Bühne in diesem Alter? Da hat gesagt, wenn ich auf der Bühne stehe, da ist meine Zentrale besetzt. Wenn ich aufhöre, da melden sich alle Organe und telefonieren und ich habe nur noch immer eine Antwort für jeden Patienten und so weiter. Darum sage ich, es ist wirklich etwas Fantastisches. Und wenn die Leute immer zu mir sagen,
Herr Emil, wie kannst du dir das antun? Bob Fritz Stutz hat das erste bald 90 und stehst immer noch auf der Bühne. Das ist doch ein Krampf und muss schreiben und Zeug und meins Gott, was machen. Die wissen das nicht, dass es einem einfach gut tut und dass das einfach hilft, dass man gesund bleiben kann. Und darum wünsche ich allen, die in das Metier einsteigen, die Verantwortung, die sie haben, uns zum Lachen bringen, damit wir gesund bleiben. Das wollte ich sagen und danke vielmals. Ja. Emil Steinberg, meine Damen und Herren, das war es vom Swiss Comedy Awards 2022. Wir würden möglich weitermachen, aber dann muss man uns besser. Ja, also ich glaube, Emil, du bist ein bisschen durchbissig. Also ich meine, ich verstehe es auch. Es muss emotional anstrengend sein, von mehr als 40 Leuten aufzutreten, oder? Ja, aber mit dir also jederzeit wieder. Ja? Gleichfalls. Danke vielmals. Also dann sehen wir uns hoffentlich nächstes Jahr wieder. Habt eine gute Zeit. Vergesst nicht zu lachen, ganz wichtig. Und einen wunderschönen Abend miteinander. Alle Sieger kommen zu uns auf Messe für Marien, die Heimgute Nacht.